Ja, willkommen bei uns in der Werkstatt. Heute nochmal aus unserem Laden. Und zwar haben wir da eine ganz tolle Geschichte heute gehabt. Da kam ein Autofahrer, wie immer, ne? Der hatte ein Toyota Verso. Und zwar war das bei dem Kunden so, der war in Düren unterwegs und die hatten Ausgangssperre ab 21 Uhr. Ist ja soweit so gut erstmal noch nicht so schlimm. Gemeldet war der aber in unsere Gegend. Das ist natürlich fast 200 Kilometer weiter weg. Jetzt kriegte der ein Schreiben vom Amt aus Düren und zeigte mir das und sagte: Du, guck, lies mal durch, ich muss 500 € Strafe bezahlen. Ich sage: Ja, für was? Ja, sagte, ich war nach 21 Uhr mit meinem PKW noch unterwegs da, mich hat keiner angehalten. Ich sage: Ja, wenn ich keine Ahnung hätte, brauchst du nicht bezahlen. Doch, sagt er, jetzt kommt's, ne? Der hat ein Schreiben gekriegt, weil er noch nach 21 Uhr in Düren unterwegs war. Jetzt fragt man sich, wie kommt das zustande? Wie funktioniert das? Wie geht das? Das kann ich erklären. Wir sind dann nachher dahinter gekommen, wie das funktioniert. Seit 2012 ungefähr, 11, 12, alle PKWs, die ein Navigationssystem verbaut haben, haben ein kleines Modul drin, wo der Autohersteller die Daten vom Fahrzeug abrufen kann. Das heißt, der ruft ab Fahrverhalten, Spritverbrauch, das ganze Umfeld vom Fahrzeug, hat er Fehler, hat er keine Fehler, wie auch immer. Jedenfalls kann der das komplette Bewegungsprofil, kann der Hersteller nachvollziehen. In unserem Fall war das so, dass sie den abends nach 21 Uhr in Düren ausfindig gemacht haben über eine Drittfirma. Das heißt, das ist eine Firma, die erhebt die Daten und meldet das Amt: Du, hör mal, hier haben wir einen, der kommt nicht aus Düren, der kommt aus einer anderen Region oder aus einem anderen Bundesland. Da müssen wir mal kontrollieren. Wie kommt das jetzt zustande? Jedes Fahrzeug hat eine Fahrgestellnummer. Anhand der Fahrgestellnummer haben die über das KBA, wie auch immer, das Kennzeichen rausgekriegt. Dann wurde das Straßenverkehrsamt informiert. Ja, und da ist ja logisch, wer das Kennzeichen, ne, ist auch der Halter. Ganz klare Sache. Also hatten die über das Straßenverkehrsamt den Halter. Jetzt haben die den angeschrieben, er sollte doch nachweisen, was er doch nach 21 Uhr in Düren macht. Der Kunde sagte zu mir: Ja, das ist ein Fake-Schreiben, da habe ich auch nicht drauf reagiert. Ja, wer will das wissen? Woher wollen die das wissen? Ich sage: Ja, so einfach ist das nicht. Dann ist es so passiert, dass er von Düren ein Schreiben bekommen hat, dass er 500 € Geldstrafe bezahlen soll, weil er dann nach 21 Uhr unterwegs ist. Hat er nicht darauf reagiert. Und jedenfalls kam er dann heute zu uns. Und ich sage: Ja, das ist so. Das ist möglich. Dass die Daten auslesen können und dann sich die Daten oder diese Daten, die die Drittfirma ausliest, an das Straßenverkehrsamt weitergibt. Und das Straßenverkehrsamt übermittelt dann diese Daten ans Ordnungsamt oder je nachdem, welches Amt das haben will. Und dann kann man natürlich über das Ordnungsamt, wie es bei ihm war, dann eine Strafe erlassen. Das ist so. Jetzt sagt er: Was kann man dagegen tun? Ich sage: Ja, man kann dagegen was machen. Da gibt es in diesem Fahrzeug oder generell ab Baujahr 2012, wenn das Original-Navi verbaut ist, gibt es ein Modul. Das ist im Fahrzeug verbaut und das überwacht den Autofahrer. Das soll man nicht für möglich halten, das ist wirklich so. In dem Fall von dem Kunden, von dem Toyota, haben wir da mal tiefer nachgeforscht und das ganze Gerät heißt WLTP, heißt das System. Wir haben das System denn gefunden. Jetzt soll man nicht, fällt man eigentlich fast vom Glauben. Das sieht so aus. Dann will ich das mal zeigen. Das ist ein kleiner schwarzer Kasten. Der ist tief hinterm Armaturenbrett verbaut. Also da muss man schon ein bisschen Fachwissen haben, um da ranzukommen. Das ist gar nicht so einfach zu finden.
Jetzt haben wir das gefunden, anhand von verschiedenen Testern, ein bisschen Lektüre gelesen, kann man nachlesen. Wenn man nähere Informationen haben möchte über dieses System, dann kann man auf die Seite vom ADAC oder von Autobild. Da ist das, da braucht man nur mal so im Internet eingeben, Überwachung von PKW oder wie auch immer, findet man sofort. Kommt man sofort auf den Seiten, dann kann man das nochmal detailliert nachlesen, was ich jetzt hier erzähle. Jedenfalls haben wir das bei dem Kunden gefunden und haben das ausgebaut. Jetzt ist es so, dass man ja Sicherheitssysteme nicht lahmlegen darf. Das darf man nicht machen, das machen wir auch nicht. Das heißt zum Beispiel ein SOS-System oder wenn der Kunde einen Unfall hat, dann wird er automatisch in Notruf abgesetzt. Das darf man nicht stilllegen und wir machen das auch nicht. Aber das hier, das darf man. Man kann dieses Modul ausbauen, man überbrückt das dann und damit wird nicht eine Datei oder Daten werden weitergegeben. Das ist ja nicht nur, dass der Fahrer überwacht wird. Das ganze Fahrverhalten, wie viel Sprit braucht der, wie stark bremst der, bremst er oft, fährt er zu schnell. Das sind alles so, es ist ein Fahrverhalten, was von dem Fahrer aufgezeichnet wird und was auch ausgewertet werden kann. Nur in dem Fall haben sie natürlich was ganz anderes ausgewertet, womit keiner gerechnet hat. Jedenfalls haben wir das Teil ausgebaut und haben das mal geguckt, was da so drin ist. Das ist ja schon recht ordentlich. Ich muss dazu sagen, dieses Teil ist nicht groß. Es ist sehr klein. Ich kann mal die Abmaße sagen. Das ist 6 cm lang. Das ist nur 3 cm hoch und in der Tiefe sind das nur 1,8 cm. Also es ist sehr klein, es ist nicht sehr groß, aber was drin steckt, das ist schon der Hammer. Wir haben dann mal das Teil aufgemacht, das kann man aufmachen, das ist überhaupt kein Problem. Und tata, hier sieht man dieses komplette Modul. Das ist praktisch die Klappe von hinten. Das ist dieses komplette Modul, was die Daten an irgendeiner Drittfirma, die einen Vertrag hat mit einem Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt, wie auch immer, senden tut. Und anhand dieses Teil kann man jeden Autofahrer lokalisieren. Das ist egal, ob das jetzt Toyota, Mercedes, VW, Seat, Skoda, wie sie alle heißen. Diese haben das Modul verbaut. Viele wissen das gar nicht. Viele kaufen sich ein neues Auto und die werden überwacht. Man wird überwacht. Das ist unglaublich, dass es sowas gibt oder dass sowas verbaut wird ohne dem Wissen vom Kunden. Ich finde das eigentlich eine Sauerei. Das ist legal auszubauen. Das ist nicht verboten. Wie gesagt, man muss halt auf die Sicherheitssysteme muss man achten. Die darf man, Gottstraffer und wie es alles heißt, das darf man nicht stilllegen. Das macht man nicht. Das ist auch verboten, definitiv. Und da gibt es hohe Strafen drauf, also es würde keiner machen. Wenn ich jetzt damit zum Autohaus fahre, die würden sagen, ja, nee, das funktioniert nicht. Das kann man nicht ausbauen. Das haut nicht hin. Das kann man, wenn man das will. Und das ist legal. Man kann dieses Teil ausbauen. Man muss es nur wissen, wie man es macht, um dass man nicht ein anderes System lahmlegt. Oder ja, da muss man schon ein bisschen Fachwissen haben. Wie gesagt, das ist diese Box. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht. Ab 2020, jetzt kommt's. Und zwar ist das eine Verordnung von der EU. Da steht klipp und klar drin, EU will jeden einzelnen Autofahrer überwachen. Das kann man auch, es steht ja so viel im Internet. Man muss ja nicht alles glauben. Das ist aber amtlich. Das ist eine Verordnung von der EU und das ist so. Weil wir sind ja auch ein Fahrzeugbauer und wir kriegen immer diese neuesten Verordnungen, wie mit dritter Bremsleuchte wird jetzt irgendwann kommen. Das ist schon lange im Gespräch beim PKW-Anhänger. Das wird jetzt auch kommen. Das wird auch zur Pflicht werden bei Neufahrzeugen, bei alten nicht. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Teil. Die EU schreibt, zwar hat die ersten Praxistests mit dem neuen Auto gezeigt, der WLTP, die Verbraucherangaben vom Auto tatsächlich realisiert gemacht werden können. So, das heißt zum Beispiel, die EU schreibt den Autoherstellern vor, ihr müsst so ein Teil haben. Ihr müsst das da einbauen,
Wir wollen das überwachen. Fertig, aus, Ende. Doch es geht ja nicht darum, schreibt die EU, dass der Autofahrer jetzt verlässliche Angaben bekommt als früher. Das stimmt, darum geht es nicht. Man soll nicht verlässliche Daten haben. Mein Auto verbraucht 5 Liter. Ja, das interessiert eigentlich keinen Menschen mehr so groß, ne? Die verbrauchen alle wenig und dann ist das halt so. Die Europäische Union hat sich das Recht verschafft, jeden Verbrauch jedes einzelnen Autofahrers überprüfen zu lassen. Das ist diese Verordnung. Dazu wird demnächst bei Neufahrzeugen die entsprechende Technik integriert. Ab 2020 Pflicht. Für jeden Autohersteller. Ist ganz egal, ob das VW, Seat, Skoda, Audi, Citroën, alle Autohersteller sind dazu verpflichtet, ab 2020 dieses Teil einzubauen. Vorher war das immer so, wer ein originales Navi hatte, hatte dieses schon drin. Ich hatte mal einen Ford Transit von Baujahr 2014. Der hatte so ein ähnliches System drin. Das war so ein Diebstahlortungssystem. Das war original vom Ford schon verbaut. Das wusste ich auch nicht. Wir haben es dann durch Zufall haben wir es dann gefunden, weil da mal eine Reparatur unter dem Armaturenbrett war. Ich dachte, was ist das denn hier? Das kenne ich ja gar nicht. Und dann sind wir da mal mit so einem Metalldetektor ran. Und dann hat man diese Abstrahlung, konnte man dann messen. Das ist wie, wenn ein Handy irgendwo am Lautsprecher vorbeigeht, dann macht das wohl so tak, 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 tak. Und so hörte sich das auch an. Dann sendet der irgendwas. Und dann haben wir das dann ausgebaut und tatsächlich, das war so ein Gerät, wenn ja das Auto mal geklaut wird oder was, dann kann man das nachvollziehen. Aber wer mein Auto nachvollziehen kann, der kann mich auch überwachen. Das ist ganz einfach so. Viele wollen das noch nicht wahrhaben. Wir sind ja nun mal gläserne Menschen in Deutschland, das wissen wir ja nun schon. Selbst wenn man mit EEC-Karte bezahlt und Deutschlandkarte und wie es alles so heißt, da was man so hat. Aber das hier, das finde ich eine Sauerei. Das finde ich einfach eine Sauerei, dass es sowas gibt, ohne dass der Kunde Bescheid weiß und kriegt dann nachher noch, weil er mal in Düren war, nach 21 Uhr, Ausgangssperre, 500 Euro Geldstrafe. Das darf nicht sein, das gibt es nicht, denn wir haben ja eine DSVGO Datenschutzverordnung. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Mit Datenschutz haben wir schon lange nichts mehr zu tun. Jeder macht sein eigenes Gesetz. Nur wir als Verbraucher müssen uns dran halten. Ja, ich weiß nicht, wo es noch hinführt, aber das hier ist, finde ich, eigentlich eine Frechheit und eine Katastrophe. Wenn ihr Interesse habt und ihr habt so ein Fahrzeug und ihr sagt, ich bin mir nicht sicher und guckt mal nach, dann kommt zu uns in die Werkstatt, wir gucken danach. Anhand der Herstellertabellen, dann können wir sagen, da ist so ein System verbaut oder nicht. Wir können das System dann ausbauen. Das ist völlig legal. Da gibt es auch keine Probleme. Nur innerhalb der Garantiezeit machen wir das auch nicht, weil man weiß ja nie, wenn da mal was ist an dem Fahrzeug, wie der Fahrzeughersteller reagiert dann mit der Garantie. Das ist nicht zu empfehlen, aber alle Fahrzeuge, die 2 Jahre alt sind, kann man dieses System problemlos entfernen. Und da gibt es auch keine Probleme, dass nachher einer ankommt und sagt, jo, ey, hör mal, wir können ihn nicht mehr kontrollieren. Das sollte er ja auch nicht. Ist ja nun mal so. Also wie gesagt, wir können das finden. Wir haben auch die Geräte dafür da. Und wir können das auch lahmlegen. Wir können das auch stilllegen. Denn ich bin der Meinung, was geht jemanden an, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Gas gebe und verbrauche Liter Sprit mehr? Das interessiert keinen Menschen. Das ist ganz einfach so. Das ist mein Fahrverhalten und ich muss damit klarkommen. Und nicht, dass ein Amt sagt, du warst da und da 500 Öken. Fertig. Das geht nicht. Das sehen wir nicht ein. Und wir haben uns da ein bisschen spezialisiert drauf, sowas zu finden. Und das wollte ich mal kundtun. Überwachung des eigenen Fahrzeugs. Viele wissen es nicht. Guckt mal auf unsere Webseite, wir machen da den nächsten Beitrag. Und dann, das war es erstmal zur Überwachung. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lasst. Lasst ein Abo da. Dann kriegt ihr auch mal die neuesten Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.